Ich muss es tun. Ich muss den Knopf drücken. Schnell weg, vielleicht. Er ist ohnmächtig, er sieht mich nicht. Schnell ins Schiff rein. Ich muss einfach warten, bis dieses Schiff wegfährt. Und ich hoffe, dass es bald Tag wird. Ich hoffe, die finden mich nicht. Nein, ich hätte es nicht tun sollen. Oh nein. Jonas, wo bist du? Ich bin hier. Irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Ich auch. Lass uns mal einkaufen gehen. Okay. Shopping ab. Wollen wir mal kurz bei Steffen vorbeigucken, ob er noch wach ist? Ja, lass uns. Ich mach mir Sorgen um ihn. Ja. Sie dürfen mich. Nein. Nein. Was? Was? Hä? Warum? Werner! Oh nein. Werner, was ist los? Rede mit mir. Warum bist du so schweigsam? Er ist so schockiert. Ja. Wo ist Steffen? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Tür hier ist offen. Und hier ist ein Esel im Wasser. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Ich höre Steffen weinen. Wo ist er? Steffen. Ich wollte das nicht. Steffen? Ich höre dich. Wo bist du? Jonas? Oh nein, ich wollte das wirklich nicht. Jonas, hilf mir. Wir müssen Steffen finden. Es tut mir so leid. Tut mir leid, ich war gerade so verblüfft, ja. Ja, das verstehe ich. Hilf mir, wir müssen Steffen finden. Er weint irgendwo. Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh Gott. Ich hoffe, er ist nicht ins Wasser gesprungen. Hoffe ich auch. Das ist gefährlich. Komm mit. Alles gut, Werner? Wir gehen ihn suchen. Komm. Bitte, Werner, sei ihm nicht allzu böse. Er hatte eine Panikattacke. Das weißt du nicht. Nehme ich an. Verdammt. Da ist ein Creeper, pass auf. Warum sollte er sonst abhauen? Oh Gott. Du beschützt deinen Kapitän, das ist ehrenhaft. Steffen! Was machst du denn? Steffen. Geht weg! Ich will weg! Ich will weg! Steffen, du bleibst hier! Bleib hier! Du bringst dich in Schwierigkeiten! Ich werde doch den Prozess so oder so verlieren. Steffen, es wird morgen alles gut werden. Du hast nichts getan, es wird in Ordnung kommen. Ich halte es da drin nicht mehr auf. Steffen, du bleibst jetzt hier! Okay. Ich gehe wieder rein. Du gehst da jetzt wieder rein. Steffen, es wird alles gut. Entschuldige dich bei Werner. Entschuldigung, Werner, es tut mir leid. Nächstes Mal schlag ich fest dazu. Entschuldige dich vernünftig. Ja, es tut mir leid, Werner. Steffen, wir sehen uns morgen. Du bleibst bitte in deiner Zelle. Ja. Okay, komm, ich leg mich jetzt schlafen. Steffen, wir vertrauen dir, okay? Ja, ja. Leg dich hin, los. Ich kann nicht, doch jetzt. Hilfe! Hilfe! Ja. Jonas, bist du schon in der Herberge? Mhm. Ich war ins Wasser gefallen, ich musste mich retten. Ich hoffe, er ist morgen noch da. Ja.
Vibe. Captain Vibe heißt das. Ohne bewege ich mich nicht. Sollte die Beweise schaffen. Komm. Willst du ein Leckerli, Hundi? Hundi. Ja, willst du ein Leckerli? Ja, ich ein Leckerli. Ich bin verrückt geworden. Ah, ja. 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 Morgen. Ja, habt ihr gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Steffen, warum hast du noch dein Schwert? Ich hab kein Schwert in der Hand. Ich hab kein Schwert in der Hand. Ich pack es weg. Okay, Steffen, bist du bereit? Ja. Okay. Na, hast komm. Du was an Brot als Proviant dabei? Ich hab Brot, ich hab Fleisch dabei. Gut. Oh nein. Okay. Dieser Weg wird mir echt schwer Steffen, fallen. Du kannst nicht zuerst laufen, wir müssen dich eskortieren. Ja. Lauf, warte, ich hab eine bessere schneller. Idee. Ich hab eine gute Idee. Warte, passt auf. Passt auf. Warte. Verdammt. Nein. Warte. Okay, die Dorfbewohner schmeißen mich schon mit Eier. Komm. Ich hab euch nichts getan. Ich bin unschuldig, glaub mir. Ey. Was denn? Captain Juli ist immer noch unser Freund. Ich wollte nur, dass er läuft, aber. Lauf schneller. Oh, ich hab so eine Bauchschmerze und mir ist schlecht. Ja, dann musst du jetzt durchstehen. Er hat seine Tage. Ja. Ey, das ist nicht witzig. Scheinkleist, ich glaube, da ist was rausgekommen. Juli, das ist ein ernsthaftes Problem, darüber macht man sich nicht lustig. Geh vor, ja, Jonas. Okay. Eskortier lieber Steffen. Also mit dem Gerichtsgebäude, da müssen wir noch mal was machen, das sieht nicht schön aus. Nein, aber das muss reichen. Noch verbessert werden, aber jetzt reicht es. Steffen, du musst draußen warten. Du musst noch warten, bis alle da sind. Okay. Gut. Ich berate mich mit meinem Anwalt erstmal. Ich geh schon mal rein und hol die Leute. Gut. Ich übernehme heute deine Verteidigung, aber nur, weil ich's kann. Okay, aber Captain, ich werde das schaffen. Sie müssen jetzt auch rein. Ich werde ja von Jonas aufgerufen. Ja. Ich hoffe, er ist bestechlich. Wir sollten das nicht versuchen. Naja, ich werde es, wenn nicht alles hilft, muss ich es tun. Wir haben den Türsteher. Wolltest du mir vielleicht auch dein Eisenschwert vorsichtshalber überlassen, wenn es zur Eskalation kommt? Nein. Okay, schade. Aber du kannst den Steffen? Eimer haben. Ja. Oder, nein, warte, ich hier. Es ist soweit. Gut, danke. Geht rein. Ich muss noch was trinken. Danke. Oh, nee, ich will keine Wasserflasche. Ey, ich will nicht mit. Ah, danke. Ich komme rein. Ich hab dich schon erwartet. Ich dich nicht. Okay. Der hier Angeklagte, Steffen, wird nun... Also, erstmal. Kapitän Juli, können Sie bitte die Anklageschrift vorlesen? Ich bin nicht der Staatsanwalt. Das ist mir egal. Ich bin beides. Ich bin jeder Richter. Okay. Der Angeklagte Steffen. Wissen Sie was? Ich hab die Schnauze voll. Ich vertrete mich selber. Nein. So, doch. Das ist doch erst die Anklageschrift. Halt die Fresse. Ja, wie kann nur die Staatsanwalt und Vertreter sein? Ich verteidige mich selber. Sie sind die Staatsanwaltschaft. Am 783.06.1985 befreite der Angeklagte. Gesundheit. Gesundheit. Ich bin relativ staubig vom Bau. Ich bin allergisch gegen Penisnasen. Der Angeklagte Steffen Skin befreite einen hochgefährlichen Verbrecher, der er möglicherweise selbst sein könnte, aus einem Gefängnis. Aus einem Gefängnis in Brauheim.
Dies tat er in vollem Besitz seiner geistigen Kräfte und unter böswilliger Absicht. Das ist strafbar laut Paragraph 386 Milliarden Strafgesetzbuch. Okay. Richter? Ja. Danke fürs Verlesen der Anklageschrift. Ich habe mal kurz die Tür barrikadiert. Ja, also okay, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich würde mich gerne zu äußern. Also, es war so, ich war mit Captain Juli in diesem Gefängnis. Und, ja. Gucken Sie bitte mich beim Reden an. Ja, natürlich. Warten Sie kurz. Ich muss kurz was einstellen. Also, warten wenn ich mich weiter zu Wort... Also, ich war mit ihr denn halt dort vor Ort, Herr Richter. Und ich habe dann halt wirklich diesen Gefangenen gesehen. Und der hat uns so erschrocken, dass wir beide aus diesem Gebäude rausgeflohen sind. Und wir dann in den Wald gerannt sind und einen Weg gefolgt haben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum wir nicht schlauer sind und dich erstmal informieren, weil wir wollten gucken, was mit ihnen los ist und sind dann halt Richtung U-Bahn gegangen und auf einmal hörten wir einen lauten Knall und ja, ich muss sagen, ich habe nichts mitbekommen, ich wusste nicht, wer dieser Typ ist und ich habe damit wirklich nichts zu tun. Damit könnten Sie gerne die Staatsanwältin fragen. Okay, erstmal haben wir unseren ersten... Leute, erstmal haben wir unseren ersten Zeugen. Es ist Werner. Hallo Werner. Ist der Zeuge der Staatsanwalt oder der Rechtsanwaltschaft? Er ist mein Zeuge. Ja, also ich bin Verteidiger. Also dann musst du jetzt sagen, ich rufe Werner in den Zeugenstand. Ich bin hier der Richter. Ich rufe Werner in den Zeugenstand. Okay, hallo Werner. Werner ist der Meinung, dass der Staatsanwalt hat sich mit dem Zeugen gestanden. Okay, ich rufe Werner in den Zeugen gestanden. So. Droh jetzt. Was kommt auf uns damit? Werner, ja. Okay, Werner ist zu eingeschüchtert von Steffen. Okay. Deswegen, ja, sag's mir ins Ohr. Ja. Okay. Werner. Einspruch! Nein, Einspruch! Ich möchte mich zu dieser Tat äußern. Bevor du dich der Tat äußerst, ich muss doch erstmal sagen, was er gerade gesagt hat. Er hat mir ins Ohr geflüstert. Einspruch, Sie könnten jetzt parteiisch sein, weil. Einspruch ist nicht gestattet. Werner hat gesagt, dass Sie gestern aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und ihm eine ins Gesicht gegeben haben. Ich will mich dazu äußern, bevor die Staatsanwältin irgendwas sagt. Also, es war so, ich vertrete mich alleine. Keine Diskussion, Sie sind gefeuert. Jetzt seien Sie leise. Zu spät. Gut. Also, ich war in diesem eingeengten Raum, nur ein Bett und hatte nur noch meine 3 Steak-Keulen. Okay, es waren 46. PlayStation. Und ich hatte, als wir gebaut haben, und bin ich ehrlich, ein Schwert und einen Knopf gecraftet, weil ich es einfach nicht mehr in dieser engen Zelle ausgehalten habe. Und dieser Werner, er hat mich die ganze Zeit angeguckt und hat mir bei allem zugesehen beim Schlafen und... Ich will nicht wissen, was du noch gemacht hast. Ja, ich habe den Knopf an die Tür gesetzt. Herr Richter? Ja. Ja, gut. Sehr professionell, merk schon, wie ich hier verhört werde. Das hat keinen Sinn mehr. Das ist nicht intelligent. Das ist mein erster Arbeitstag. Hast du ein Problem damit? Ja. Ich rufe als Rechtsanwalt von Captain Juli in den Zeugenstand. Halt die Fresse, ich bin gerade dran. Und ich will noch zu Ende erzählen und ich bin dann durchgedreht und hab halt den Knopf gedrückt und bin rausgerannt und in diesem Containerschiff und dann habt ihr mich gefunden. Den Rest wisst ihr ja. Ich schäme mich für diese Tat. Ja, jetzt darfst du reden. Ich rufe übrigens noch als Zeugen Captain Schmierhose. Juli. Ab. Okay. Also ich möchte mich zu beiden Tatvorwürfen äußern. Ich kann nämlich bezeugen, dass Steffen zu keinerlei Zeit schlimme Absichten hatte. Nämlich zum aktuellen Tatvorwurf. Steffen und ich waren vor Ort
aber ich kann zu 100% bezeugen, dass Steffen mit mir zusammengegangen ist und mit mir zusammen diesen Knall hörte, von dem er bereits berichtete. Das heißt, Steffen kann gar nicht die Person befreit haben oder sie sein, weil wir... Sie sein kann er nicht, weil wir beide den gesehen haben und er nicht gleichzeitig an einem Ort existieren kann. Und befreit haben kann er ihn auch nicht, weil wir zusammen weggerannt sind vor dem Typ. Und... Als wir ihn gestern Nacht gefunden haben, nachdem er ausgebrochen war, hat es ihm auch total leid getan und er ist wieder zurück in die Zelle gegangen. Ja, und das gestehe ich auch. Ich hab ihn geschlagen. Es tut mir auch leid, Werner. Ich wollte es wirklich nicht. Und das gestehe ich. Dafür können Sie mich aber auch bestrafen. Aber für die andere Sache nicht. Aber er hat sich auch bei Werner entschuldigt. Mhm. Ja. Haben Sie Beweise für diese Geschichte? Ja, du warst dabei. Ich war nicht dabei, als die Explosion war. Ich habe auch Beweise. Gucken Sie doch mal hier. Also wenn das so ist, dann... Das ist ein Bestechungsversuch und das wird jetzt leider in die Akte aufgenommen. Ja. Aber... Sie haben keine Beweise dafür, dass ich die Bestechung habe. Oh. Mein Mandant hat das war ein weiterer Bestechungsversuch. Also ich lasse mich hier nicht mit solch niedrigen Summen bestechen. Wir wollten doch nur ihre gute Arbeit honorieren und wir wollten wir wollten nichts Böses damit, wirklich. So, ich würde sagen, der Richter müsste sich jetzt auch langsam. Haben Sie gerade? Der Richter hat gerade Werner angegriffen. Ist aber. Ich würde sagen. Ich schwöre. Okay. Also okay. Ich würde sagen, jetzt ich muss erstmal mein, ich muss erstmal meinen Rechtsspruch. Ich muss erstmal. Okay. Schiri Steffen. Sie werden zu Sozialstunden verurteilt, weil sie Werner geschlagen haben. Das hat ihn erstens körperlich und zweitens seelisch sehr verletzt. Geh bitte zurück auf deinen Platz, Alter. Was ist denn falsch bei dir? Ich muss auf Toilette. Beeil dich. Da die Bestechung nicht hoch genug war, kriegst du also Sozialstunden, in denen du an der Stadt weiterarbeiten musst. Und Steffen... Und helfen, diesen Typen gefangen zu nehmen? Gut. Steffen, ich will dir gerade deine Strafe verhängen. Ja, aber dann beeil dich. Ich konnte seit 3 Tagen nicht mehr auf Toilette gehen. Sozialstunden. Stimmt, da war keine Toilette drin. Du musst helfen, die Stadt auf Vordermann zu bringen. Ja, na klar. Und. Ja, und bei anfallenden Schäden bist du erstmal schuld. Und Ivy Rasko müssen wir fangen. Aber krieg ich wenigstens meine Rüstung zurück und kann ich jetzt endlich auf Toilette gehen? Bin ich frei? Warte das jetzt erstmal. Halt jetzt die Klappe, du bist noch nicht frei. Digga, ich hab hingepisst. Halt doch mal kurz die Klappe, Steffen. Steffen, es reicht jetzt. Also nein. Du musst Ivy Rasko nicht fangen, da er wahrscheinlich uns angreifen würde. Okay. Dazu kommt nichts mehr. Du bist frei. Ja, danke. Und du hast jetzt genau dieselben Rechte wie alle anderen hier in diesem Dorf auch. Steffen, wartest du bitte? Ich habe nicht auf den Tisch. Dann bist du was schuldig. Ich habe noch nicht auf den Tisch geschlagen. Du weißt schon, dass du bei meiner Anhörung geschlafen hast. Es ist so, dass. Diese Sozialstunden, du wirst jetzt als... Als langweilig. Schnauze. Ja, okay, komm. Ich wollte gerade freisprechen, ne? Ja, aber... komm, mach, ja. Mann, ich brauche nur eine Toilette, mehr brauche ich nicht. Deine zweite Strafe ist ein halber Ambossinator. Was ist das? Können Sie mir das erläutern? Ein Ambossinator ist... Folgendes. Ach ja, ich weiß, was das ist. Ich weiß. Ich habe davon schon in den... Ich werde es trotzdem erklären. Scheiße. Also, Sie werden in einer Vertiefung stehen. Das machst du doch nur, weil er auf Toilette muss. Auf halber Todeshöhe wird dann ein Amboss auf deinen Kopf fallen. Das ist eine leichte Bestrafung, da es nicht eine tödliche Höhe sein wird. Nur Querschnittslähmung. Also, ja, danke. Wenn Sie... Lass mich doch einfach mal ausreden, du wärst schon längst hier raus, wenn du einfach mal die Fresse gehalten hättest. Kannst du mal was sagen dagegen? Kann er nicht einfach mit seinem scheiß Stein auf den Hammer... Ja, los! Das heißt... Ja, weil sie sich so schlecht hier benommen haben. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Empört!
Scheiß Richter, dich sollte man... Guck mal, da draußen ist so ein... Da ist eine Toilette. Hier, da, hier links. Guck, da unten. Da. Das ist unser Pissoir. Danke. Ja, ich bin erst mal drin schwimmen gegangen. Aua. Ah, guck mal, ich hab in die Flasche gepisst. Raus. Hier, trink das mal. Ja, okay. Steffen, wir haben's geschafft. Ja, endlich, ich bin frei. Oh. Yeah. Ja. Ja. Jonas, du warst voll das Arschloch von Richter. Creeper! Oh, fuck. Ah. Oh, endlich. Oh, Leute, Hilfe! Tötet den Creeper, ich stecke fest in Spinnen. Ich wäre gerade fast am Creeper gestorben. Ja. Ich nicht. Ich hole jetzt meine Sachen und dann würde ich sagen, sollten wir auch schlafen gehen. Es war ein anstrengender Tag. Ja. Das ist bar. Kriege ich auch noch ein Bett bei euch? Oder irgendwo anderes? Ich werde nicht mit euch schlafen, weil ich weiß, was ihr da. Neben dir ist ein Creeper. Nein, ist er nicht. Creeper. Aber ich habe keine Bewaffnung. Die hole ich mir jetzt erst wieder. Oh, endlich frei. Werner, haust dir rein, mein Bruder. Es war eine coole Zeit mit dir. Wir werden uns wiedersehen. Die Trennung von Werner hier macht deren beiden Verhältnis viel besser. Ja, endlich bin ich diesen Schwachmaten los. Ja, Werner, echt cooler Typ, Alter. Muss ich dir lassen. Ja, ne? Mhm. Deine Ecke fehlt eine Leiter da unten. Wo kann ich jetzt schlafen? Ich bin echt müde. What the fuck, was ist bitte mit dem falsch? Hm? Ich schlaf einfach hier. Hier ist ein schönes Bett. Oh, hier ist unser Pornokeller. Hm. Oh, aber kannst du deine Leiter wieder hinmachen, damit ich auch runterkommen kann? Ich hab keine Leiter. Ich auch nicht. Ah! Steffen, du Ichura. Was machen die da? Leiter-Sex oder was? Oh ja. Oh ja. Oh. Au. Ah, ich sterbe. Wenn ich tot bin, dann bin ich raus, Leute. Dann lebe ich nicht mehr. Ey, hast du tot verstanden? Wenn ich tot bin, dann lebe ich nicht mehr. Wow. Ja. Ah, ich glaube, hier ziehe ich ein. Oh ja, geil. So, ich würde sagen, schlaf gut. Alter, was willst du denn hier? Ich komme hier nicht mal raus. Ja, deswegen sollte da ja eine Leiter hin. Hat niemand gesehen. Warte. Ich würde sagen, Leute, ich gehe jetzt schlafen. Es war ein anstrengender Tag. Ich habe endlich wieder mein kuscheliges Bett hier. Und wir sehen uns dann. Noch nie eins. Doch, ich habe hier was gefunden. Kostet nur 3 Goldlinge. Nur ja, habe ich easy. Gold habe ich easy. Geh mal aus dem Weg, ich pack dir da eine Leiter hin. Oh, okay. Oh, was habe ich denn hier alles Schönes gefunden? Wo geht's denn hier lang? Okay. Und ich würde sagen, Steffen, geh schlafen. Wir gehen jetzt alle schlafen. Es Gute ist Tag. Nacht. Ja, wir aber haben Nacht durchgemacht. Ja, deswegen gehe ich ja jetzt den Schlaf nachholen. Nacht. Das geht doch gar nicht.